zweite ist noch besser. Doppeldaumen hoch. Frag einen dritten, machen die garantiert nicht. Ja, wieso sollten die auch? Zwei reichen. Sauberer Abschluss. Herzlich willkommen. Ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir stellen euch heute die Comicverfilmung Deadpool 2 vor. Wade Wilson alias Deadpool hat genug vom Leben und will sich umbringen. Colossus kann ihn aber retten und nimmt ihn mit zum Anwesen der X-Men. Nach einem Zwischenfall mit dem Mutanten Russell alias Firefist werden dieser und Deadpool ins Gefängnis gesteckt. Kurz darauf bricht der Schurke Cable in das Gefängnis ein, um nach Russell zu suchen. Um es mit Cable aufzunehmen, stellt Deadpool ein Team von Superhelden zusammen, die X-Force. Don't call it a comeback. Oh. 2016 war Deadpool ja wirklich einer der Überraschungsfilme des Jahres, weil er sowohl in kommerzieller Hinsicht die ganzen Erwartungen getroffen hat und eben dann auch so wirklich diesen Nerv der Fans getroffen hat. Denn es war ja ein sehr, sehr derber, krasser Humor und vor allem hat Deadpool ja auch zum allerersten Mal so diese sogenannte vierte Wand durchbrochen, weil er halt direkt zum Publikum gesprochen hatte. Und eben dieser Film hatte ganz viele Meta-Ebenen und das hat einfach perfekt funktioniert. Und ich finde jetzt beim zweiten Teil hat man diesen Stil wirklich gekonnt fortgeführt. Ja, definitiv. Also ich muss sagen, meine Erwartungshaltung war jetzt bei dem zweiten Teil doch relativ hoch. Also ich wollte schon, dass der erste Teil getoppt wird, obwohl ich den schon wirklich auch sehr gut fand. Aber diesmal fand ich den Humor auch noch erstklassiger. Also da gab es viel Selbstironie, Sarkasmus, was ich ja sowieso immer gut finde. Ja. Dann generell auch die Emotionen, die da zum Vorschein kamen. Also ich fand diesen zweiten Teil viel emotionaler als den ersten. Okay, wobei ich das ehrlich gesagt nicht ganz so fand, weil ich fand den ersten irgendwie in der Hinsicht einen Ticken stärker. Aber beim Humor gebe ich dir recht, weil hier noch viel, viel mehr Anspielungen generell an alle möglichen Comic-Verfilme, auch eben an den Konkurrenten DC drin waren, auch an ganz viele andere irgendwie Filme, die halt popkulturell relevant sind. Und da hat man es wirklich geschafft, auch noch so einen frischen, neuen Humor zu bringen, ohne dass eben, sag ich mal, das vom ersten Teil kopiert wurde, auch wenn man eben auf diese bekannte Erfolgsformel gesetzt hat. Ja, und es hat auch funktioniert. Also hier in dem zweiten Teil war ja auch wieder viel Liebe zum Detail und auch was du auch schon meintest, diese ganzen Anspielungen auf die anderen Filme fand ich wieder erstklassig. Und ich fand auch, deswegen meine ich vorhin, dass es ein bisschen emotionaler ist als in dem ersten Teil, dass die Beziehung zu dem jungen Russell irgendwie sehr intensiv wird. Von Anfang bis Ende, am Anfang lernen sie sich ja kennen und er mag den Jungen auch überhaupt nicht leiden. Aber zum Schluss hin hat man schon das Gefühl, dass Deadpool irgendwie noch einen größeren Beschützerinstinkt hat, als er ihn sowieso schon hat. Und ich fand, das war richtig schön ausgearbeitet zwischen den beiden. Genau, war es auf jeden Fall. Nur hat mich der erste Teil tatsächlich ein bisschen mehr ergriffen, weil eben da so diese Liebesbeziehung ja ganz gut herausgearbeitet war. Dennoch ist dann, sage ich mal, von der Geschichte her, der zweite Teil, genau, das trägt halt ganz gut. Und vor allem ist der hier natürlich sehr viel rasanter. Man merkt auch, dass ein viel größeres Budget da war. Und hier hat ja auch nicht mehr Tim Miller Regie geführt, sondern David Leitch, der zum Beispiel Atomic Blonde gemacht hat, auch bei John Wick halt sehr stark involviert war und da auch, glaube ich, Teilregie geführt hat. Das heißt, man merkt hier schon nochmal so einen Qualitätssprung, was halt diese ganze Inszenierung angeht, fand ich. Und es gibt ja auch ein paar Neuzugänge, unter anderem Josh Brolin, der ja Cable spielt. Also den fand ich auch super. Ja. Also die haben auch sehr gut zum Schluss miteinander harmoniert. Brad Pitt ist zum Beispiel auch unter anderem zu sehen. Also, genau, ganz kurz ein Cameo-Auftritt. Genau, ich hätte es bei einigen ganz schön gefunden, wenn deren Präsenzzeit noch ein bisschen länger gewesen wäre. Aber grundsätzlich fand ich es schön, auch mal so ein bisschen frischen Wind auch nochmal im Film bekommen zu haben. Genau, und bei Josh Brolin läuft es ja gerade sowieso. Er ist ja zum Beispiel auch zurzeit in No Way Out im Kino zu sehen und eben als Thanos in den Avengers-Filmen. Und genau darauf gab es ja auch so ein paar Anspielungen. Und deswegen, also ist schon ein sehr runder, stimmiger, gelungener Film. Wer den ersten Deadpool-Teil mochte, wird sicher auch den zweiten mögen. Es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr mitreißender, absolut humorvoller Film. Man wird zwei Stunden perfekt unterhalten. Aber ich muss sagen, dass ich den ersten Teil einen Ticken origineller fand. Und deswegen bekommt jetzt Deadpool 2 von mir 8 von 10 Punkten. Ja, also ich kann auch nur empfehlen, dass man in den Film geht. Ich muss sagen, also das Beste an dem Film war wirklich das Ende. Also das hat mich richtig überrascht. Da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Und es war wirklich sehr, sehr lustig auch. Ja. Man freut sich einfach auf den nächsten Teil. Mhm. Ich fand ihn einen Ticken besser als den ersten. Deswegen gebe ich ihm 8 von 10 Punkten. Und weißt du, worauf ich jetzt nach diesem Film voll Bock habe? Hm? Auch so mein eigenes Superhelden-Team zusammenzustellen. Weil ich brauche ja eigentlich gar nicht viel. Ich brauche ein paar Leute und so eine rote Maske, so eine wie Deadpool hat. Dann klappt das doch. Tim, du weißt schon, dass das eine Spider-Man-Maske ist. Ach so, stimmt.
Und du wunderst dich, warum du Solo bist. Apropos Solo, eine Star Wars-Maske habe ich auch noch zur Auswahl. Das wird nix, man. Go blurry, chop the throat, stomp the toes, ear smack from the back, then pulse the nose.